Jizzle TV Heimspiel und bei mir jetzt Mike Wessels vom FC Gievenbeck, unter anderem ja auch Veranstalter hier. Und wir sprechen jetzt 5 Minuten mit ihm über den FC Gievenbeck und alles weitere. Deshalb der Praktikant. Herzlichen Dank. Mike, erstmal zu den aktuellen Stadtmeisterschaften. Wenn das gesendet wird, sind sie ja schon vorbei, dann seid ihr ja vielleicht Sieger. Wie siehst du denn eure Entwicklung bis jetzt vom ersten Tag zum zweiten Tag hin? Ja, wir haben in diesem Jahr nicht kaum Wert auf die Halle gelegt in der Vorbereitung. Wir haben ein einziges Mal in der Halle trainiert, auch das noch ein bisschen just for fun. Wir hatten einfach eine unglaublich lange Saison, beziehungsweise einige Spieler haben ja bei uns jetzt 1,5 Jahre im Prinzip voll durchgespielt, dadurch, dass wir in die Aufstiegsrelegation durften und ja eigentlich nur eine Woche maximal Sommerpause hatten. Und deswegen haben wir auch irgendwann Mitte Dezember, Anfang Dezember den Break gemacht und haben gesagt, okay, pass auf, die Spiele werden wohl mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr stattfinden und haben dann auch wirklich mal 1-2 Wochen gar nichts gemacht. Und ja, Auswahlcup war okay, aber da hat man schon deutlich gesehen, dass wir noch viele Automatismen nicht gelaufen sind, die wir einfach auch eben nur kurz angesprochen hatten. Und jetzt denke ich mal, ist eine Steigerung schon da vom ersten Tag auch nochmal auf den zweiten Tag. Und ja, der erste FC Gievenbeck muss aus meiner Sicht immer dann letztendlich auch das Ziel haben, in die Endrunde zu kommen. Das haben wir geschafft und jetzt freuen wir uns einfach tierisch einfach auf den morgigen Tag. Zum FCG, ne? FCG, das ist der Rapper noch in mir, zum FCG. Ich hatte eben Biber Töller hier, der sagte, in Techter hattet ihr manchmal ein Problem miteinander, aber heutzutage würde er sagen, dass du definitiv der absolute Vater des Erfolges in Gievenbeck bist. Und das sagt er wirklich aus tiefer Inbrunst, von unten, von der D bis zur ersten, sagt er. Also, dass alles umgekrempelt wurde. Es gibt ja immer neue Vereine in Münster, die sich gründen und so viele wollen was erreichen. Was macht man denn, dass es so klappt, dass es so funktioniert auf einmal? Also Vater des Erfolgs, das möchte ich mit Sicherheit weit wegschieben. Mit Sicherheit habe ich auch einen gewissen Anteil daran. Aber der Hauptpunkt, und es wird immer darüber viel geredet, oder wir versuchen es auch dann nach vorne zu bringen, dann auch öffentlich, aber es ist wirklich so. Wir haben eine unglaubliche Trainergemeinschaft. Wir haben eine Vernetzung von der ersten bis zur vierten Seniorenmannschaft, wo Leute mitfahren auf Mannschaftsfahrt, die sind sich nicht zu schade, da auch dann zu spielen. Aber in erster Linie natürlich die Vernetzung von erste U19 über den Förderkader, über die U23, die wir installiert haben. Aber es geht dann auch eben noch tiefer, U13, U15, U17, U19. Das ist, ich will nicht eine große Familie sagen, wir sind alle schon, haben ganz klar den leistungsorientierten Anspruch, aber ich glaube, wir bringen auch immer so dieses Soziale auch noch ein bisschen mehr rein, was wir vielleicht noch mehr reinbringen können als zum Beispiel der SC Preußen Münster, mit dem wir uns überhaupt nicht messen wollen. Wir wollen gerne die Nummer 2 sein, aber wir haben natürlich viele Spieler, die auch noch hier zu Hause sind in Münster, die nicht von ich sag's mal aus Frieden oder sonstiges kommen, und was unsere Jugendtrainer da leisten einfach, ob sie Nachhilfe nochmal anbieten, ob sie irgendwelche Praktikumstellen besorgen und. Also das ist wirklich phänomenal, und der Vater des Erfolgs ist bei uns mit Sicherheit ganz klar die absolute Trainergemeinschaft und in Klammern dahinter natürlich ein Christian Wielers, der dieses als Fußballabteilungsleiter dann natürlich auch absolut lebt. Wie macht ihr das denn dann? Züchtet ihr da unten in Gievenbeck irgendwie so Leute, die so positiv verrückt sind? Also ich meine, wenn man so ein Trainerteam haben will, muss man die auch irgendwo finden. Und so viele Vereine Trainer, und ihr habt auf einmal solche, die alle wirklich arbeiten und machen. Wie viel positive Verrücktheit, wie viel Wahnsinn steckt da auch drin, den man haben muss, wie viel Leidenschaft? Also ganz klar, es sind 3 Leute, die das Ganze aufgebaut haben. Das ist ein Benjamin Heke, das sind Sebastian Heinrich und Niklas Bonnekesser. Diese 3 arbeiten, das sind Ur-Gievenbecker, die arbeiten schon unglaublich lange auf diesem konstanten, verrückten, positiven Niveau. Und die haben viele Spieler gehabt. Und diese Spieler sind mittlerweile bei uns selbst Jugendtrainer. Und die haben ja diese positive Geschichte einfach jetzt fortgeführt. Egal, ob das ein Janis Hohnöbel ist, ein Stefan Bischoff, ein Tobi Nobemeyer, ich muss mich konzentrieren, dass ich nicht irgendeinen vergesse, Jonas Dirksen, Burak Sitinkaya. Es ist nur mal eine kleine Auswahl. Und ja, das ist das, wovon wir wirklich leben. Und das ist wirklich nicht bla bla, das ist einfach so. Und das Positive ist halt eben, dass es nicht nur
so ein Trend ist, so mal so ein Jahr, wir hauen jetzt mal alles rein, sondern es ist jetzt wirklich über 3, 4 Jahre auf diesem Niveau, wo wir agieren und ja, das freut mich wirklich, weil ich glaube, das ist wirklich einmalig. Es ist nicht so eine Geschichte, dass eine U15 nach Hause fährt, hat gewonnen und sagt, oh geil, die U17 hat heute verloren. Jetzt ummt unser Telefon schon. Immer wenn es auch interessant ist, dann stelle ich aber trotzdem jetzt nochmal einfach dreisterweise gegen die Zeit und das Konzept zwei Fragen. Die erste ist vielleicht kurz beantwortet. Was sagt man dann den ganzen Unkenrufen, die es natürlich im Münsteraner Fußball auch gibt? Jetzt meinen Sie, Sie wären eine Top-Mannschaft, Top-Verein, jetzt wollen Sie sich absondern, jetzt denken Sie was Besonderes. Ich meine, sowas kommt ja immer unter der Hand. Das weiß man ja. Was denkt man sich dann? Sagt man, wir haben Leistung gebracht und deshalb ist es einfach das Ergebnis und es prallt ab? Oder wie fühlt man sich dann? A, muss man sich mit Sicherheit Neid ein bisschen erarbeiten, das haben wir mit Sicherheit auch getan, aber ich glaube, bei uns ist wirklich eine ehrliche Arbeit. Wir vergessen nicht den Breitensport, auf keinen Fall. Wir bieten an im Grundlagenbereich ein unglaublich gutes Konzept für alle Beteiligten. Es ist Nachhilfe, Fördertraining und. Also auch für Spieler, die, ich sage jetzt mal, nicht nur in eine U15 ein, zu U17 einspielen, sondern auch, wir haben eine U16 gebildet, wo wir auch ein relativ hohen Anteil haben von ausländischen Mitbürgern und das darf man wirklich nicht vergessen und wir vergessen es erst recht nicht, weil wir sind letztendlich nicht, ich sage jetzt mal, Bayern-München-mäßig oder sonstiges. Wir wollen wirklich verbinden Leistung und Breitensport und im Moment, denke ich mal, gelingt uns das ganz, ganz gut, aber das ist auch eine Verpflichtung für die nächsten Monate und ich hoffe auch Jahre. Okay, dann die letzte Frage, zwei einfache Antworten nur. Welcher Platz steht am Ende der Saison draußen und welcher Platz steht am Ende der Saison oder Saison am Ende der Hallen-Stadtmeisterschaften, die wir ja dann wissen? Also einfach nur die Plätze, Platz in der Saison draußen. Wollen wir ganz klar den Klassenerhalt schaffen. Und dann muss ich auch noch das dazu sagen, wenn wir dann noch es schaffen, unsere zweite hochzukriegen in der Bezirksliga, dann haben wir sportlich eigentlich fast alles erreicht. Und wir wissen es zwar jetzt schon, aber wir wollen nochmal die wahrsagerischen Fähigkeiten. Wer gewinnt die Stadtmeisterschaften? Eine Mannschaft, die guten Hallenfußball spielt und effizient dann letztendlich sein wird. Hoffen wir, dass es so war. Vielleicht, hoffentlich wurde das Finale nicht, wenn wir es jetzt gerade sehen, durch drei Tore des Torwarts entschieden. Alles klar, Mike Wessels, herzlichen Dank. Und wir sehen uns wieder bei 5 Minuten mit Jizzo, die heute 7 waren.